Show me the money, honey. Folge 105. Show me the money, honey.de. Yeah, Digital Moneymaker Erfolgspodcast. Rund um so viel mehr als nur Geld. Für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Gunnar Kessler. Hallo, liebe Digital Moneymaker und Erfolgsfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Show me the money, honey. Und das macht einen Unterschied aus, weil ich kenne keinen einzigen Angestellten, der nicht gerade ein Vorstand ist, mhm. Der Millionär ist. Kenne ich nicht. Mhm. Also, weil das die Möglichkeit, Geld zu verdienen, nach oben limitiert ist. Es gibt Statistiken gerade, gibt es auch ein interessantes Buch, The Millionaire Next Door, dass immer mehr Angestellte zu Millionären werden, aber die Zahl, das Verhältnis der selbstständigen Unternehmer, wie auch immer das nennen willst, ist viel, viel größer. Mhm. Also das kann ich da selbst bestätigen aus allem, was ich da gehört, gelesen und gesehen habe. Und jetzt ist gerade Dresden. Wir sind hier in Dresden. Es wird ja oft hingestellt, dass der Osten so viel ärmer wäre als der Westen. Ich spreche es jetzt einfach mal an. Mhm. Ja, das Ding, was so viele im Kopf haben, alles Arme und so weiter und so fort. Ist das denn wirklich noch so? Oder hat man heute auch hier im Osten die Möglichkeit, wirklich einfach zu sagen, ey, scheiß auf alles, ich kann trotzdem reich werden? Also ich glaube, es gibt keine regionale Grenze, wo du sagen kannst, der oder der ist einfach aufgrund seiner Regionalität jetzt besser in der Lage, Millionär zu werden. In einer Zeit von heute, wo es dem Internet scheißegal ist, wo du herkommst, sondern einfach nur die Frage ist, was für eine Idee hast du und wie kriegst du die Traffic auf die Straße, ist eine völlig andere Geschichte. Allerdings muss ich sagen, jetzt komme ich selbst von hier, bin natürlich nicht ganz vorurteilsfrei bzw. nicht ganz wertfrei an der Stelle, aber ich muss sagen, ich habe eine Menge Kunden auch aus den neuen Bundesländern, wenn man es überhaupt noch so nennen kann nach 25 Jahren. Richtig. Aber Fakt ist eben auch, dass hier eine höhere Innovationsfreude ist. Mhm. Die Generation von uns beiden, ja, uns unterscheiden ja gar nicht so viele Jahre, die ist noch mit einer gewissen, damit Improvisationstalent groß geworden. Mhm. Da ist es nicht so. Ich brauche eine fertige Welt oder ich brauche ein fertiges Konzept und dann will ich nur noch losgehen und ich möchte nur noch konsumieren und in meiner Komfortzone sitzen, sondern Menschen aus dem Osten, und das meine ich nicht despektierlich gegenüber dem Westen, aber ich komme nun mal von hier und ich weiß eben, wie viele Menschen ticken und wie meine großen Kunden ticken, die haben einfach, wenn es auf dem einen Weg nicht ging, haben die sofort einen anderen gefunden, mhm. und haben nicht gejammert. Da war niemand da, der irgendwie gesagt hat, oh Gott, mir fehlt die Unterstützung und so weiter und so fort. Und das Witzige ist, dass die Millionäre von hier sich auch auf solchen Geschichten wie Solidaritätszuschlag und all dem ganzen Müll, was über viele Jahre hierher geschwappt ist, was man dem Osten vorgehalten hat, die haben sich ja nicht drum gekümmert. Die haben gesagt, ey, ich nutze die Chance, die sie mir bieten. Und viele von denen sind auch durch die Welt getourt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das in dem einen Teil von Deutschland anders ist als in dem anderen. Ne? Und dürfen wir nicht vergessen, wir haben noch zwei andere Himmelsrichtungen. Es gibt ja auch den Norden und den Süden. Und insofern, ich persönlich kann sagen, mittlerweile habe ich Kunden überall in Deutschland. Ich habe sie über Europa verteilt. Ich habe eine Menge erfolgreiche Menschen, die aus unterschiedlichsten Elternhäusern und aus unterschiedlichsten Regionen kommen. Was sie aber alle eint, ist, dass sie erfolgshungrig sind. Dass sie sagen, dieses eine Leben, was mir geschenkt wurde, ist keine Generalprobe. Es ist etwas, was ich heute selbst bestimmen muss. Und ich kann am Ende auf dem Sterbebett liegen und rumjammern, welche Chancen ich nicht genutzt habe. Und ich kann das Maximale rausholen. Ich gebe dir noch ein extra Beispiel dazu, weil mich das natürlich auch immer wieder mal so gedanklich fasziniert. Als ich die Schule verlassen habe, war 1989, also im Wendejahr, und ich habe mich für eine Berufsausbildung entschieden in einem Job, der mir aus der damaligen Sicht eine Chance für Auslandsaufenthalte ermöglicht hatte, was zu DDR-Zeiten sonst nur in das damalige sozialistische Ausland hätte funktionieren können. Das Spannende ist, dass zwei Monate nach Beginn meiner Ausbildung war dieser Umbruch obsolet. Ich habe die Ausbildung trotzdem zu Ende gebracht, aber ich muss auch sagen,
dass in dieser Zeit eine Menge mit mir passiert ist. Ja. Und ich am Ende sagen musste, mir war es wichtig, dass ich nochmal eine zweite Berufsausbildung mache, um dann irgendwann in einem Job anzukommen. Mhm. Wenn ich mir angucke, was die Jugend von heute hat, ey, die können Work and Travel machen, bis die 30 sind, die machen Au-pair in die USA und. Jetzt könnte ich hergehen und sagen, schade, ich hätte das so gerne gehabt, ich habe diese Chance verpasst. Hey, dafür mache ich mir mein Leben jetzt wunderbar. Ich reise jetzt so viel, wie andere vielleicht im ganzen Leben nicht. Das reise ich jetzt in einem Jahr ab. Aber ich erfülle mir das jetzt, weil ich es will, weil es mein Ziel ist, weil ich damit Lebensqualität verbinde. Und deswegen, Erfolgshunger und Lebensqualität sind auch so ein paar Treiber, die natürlich dazugehören. Was mich am Anfang hast du aus deiner Bankenzeit erzählt. Mhm. Und dass du dir dein Gewissen dich quasi davon abgehalten hat, dort weiterzumachen. Hm? Gibt es ja sogar schon Werbespots, die damit werben, dass du, wenn du zu einer Bank gehst, dort eigentlich relativ über den Tisch gezogen wirst, weil dir die bankeigenen internen Produkte angedreht werden, ob die jetzt gut sind für dich nicht, Hauptsache du kaufst die da. Hm? Lass mir das einfach mal so stehen, dass das eventuell so sein kann. Wir wollen ja da niemanden irgendwo hinfahren. Wenn du jetzt jemanden hört dir mal zu, der hat einen ganz normalen Job. Mhm. Verdient ein paar Euro und hat verstanden, ich kann nicht nur das sparen, was übrig ist, sondern ich muss das proaktiv tun. Ich muss direkt am Monatsanfang bezahle zuerst dich selbst. Dann lesen wir in vielen Erfolgsbüchern und so weiter. Okay, der sagt, er nimmt jetzt 200, 300, 500 Euro, vielleicht auch mehr und sagt, damit baue ich mir mein Vermögen auf. Mhm. Wo kann der hingehen und sich helfen lassen, wenn denn wahrscheinlich die Hausbank jetzt nicht unbedingt das Optimale ist? Hm. Was kann er tun? Wie soll er sich damit... was ist sein Schritt? Naja, vielleicht mal zwei Sachen dazu. Man muss sich natürlich immer angucken, welcher Berater hat welche Motivation. Mhm. Ja? Genau. Und jeder Berater will natürlich Geld verdienen, logisch. So. Und die Frage ist, habe ich jetzt einen Berater, der mich berät, weil es um meine Ziele geht? Weil am Ende, wenn mein Ziel erfüllt wird, dann verdient auch der Berater Geld. Mhm. Oder geht es darum, dass der Berater einen Produktabsatz generiert, wo der weiß, da steckt ein Maximum an Provision drin. Mhm. Und es ist scheißegal, wie das Ergebnis sich für mich auswirkt. Genau. So. Und da fallen natürlich schon mal ein paar bestimmte Beratergruppen weg, muss ich so sagen. Was nicht heißt, dass es nicht eine Menge ehrliche Leute gibt in diesen Beratergruppen. Mhm. Das Problem ist nur, dass die können nicht in die Hand beißen, die sie füttert. Ja? Also ich habe eine Menge coole Menschen kennengelernt, die für die DVAG arbeiten zum Beispiel. Aber die sind eben halt produktseitig nicht frei. Mhm. Die sind abhängig von einem Ausschließlichkeitsunternehmen, was denen die Produkte vorgibt, die sie verkaufen können. Genau. So. Jetzt gibt es zum Beispiel auch Honorarberater. Honorarberater im Wertpapierbereich, was meine Kernkompetenz ist, da ist es auch wieder so, da gibt es schwarze und weiße Schafe, nennen wir es mal so. Die Weißen, die sind tatsächlich daran interessiert, das Ziel des Kunden zu verfolgen, und es ist legitim dafür, ein Honorar zu kassieren. Die Schwarzen, denen ist das scheißegal, was sie den Kunden ins Depot legen. Und häufig sind Honorarberater nicht ausschließlich auf der Wertpapierseite unterwegs, sondern die meisten Provisionen, es geht ja am Ende doch darum, dass das Unternehmen, was dort ein Produkt absetzt, durch den Berater auch verdient, dass die natürlich am Ende auch extrem hoch sein können. Mhm. So. Also ein Honorarberater ist wichtig, dass der ausschließlich Honorarberater ist, weil dann hat der natürlich auch keinen Grund, ein Produkt zu empfehlen, was von der anderen Seite kommt. Mhm. Das ist übrigens ein Unterschied. Es gibt Gesellschaften, die können beides. Mhm. Na, also wer im Prinzip über Bestandsprovisionen verdient etc., der darf auch Honorarberatung anbieten. Und Honorarberater darf aber keine Provision von einem Produktgeber annehmen. Mhm. Das ist ein bisschen anders geregelt in Deutschland. So, aber wenn du wirklich anfängst, ist ein Honorarberater vielleicht nicht schlecht. Jetzt kannst du mal ein paar Euro in die Hand nehmen und dann jemanden Unabhängigen suchen, der mir da hilft. Ja.
Problem ist ja, dass die meisten Kunden weder Zeit noch Nerven noch Lust haben, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Richtig. So. Das Problem ist natürlich auch, dass die Dienstleistung eines Honorarberaters, ja, auch unsere, ne, natürlich entsteht aus dem Anspruch, dem Kunden zu helfen. Aber du willst natürlich auch dauerhaft Geld verdienen. Wenn du also mit dem Kunden nur einmal sprichst, verdienst du halt kein Geld. Ne? Du hast eine Honorarberatung gemacht, du hast das Produkt platziert, der Kunde ist happy. Und ab wann verdienst du wieder Geld mit dem, wenn du nur für die Beratung Honorar bekommen hast? Ist ein knifflig Thema. Das heißt, der Kunde unterliegt natürlich immer der Situation, dass der Berater mit ihm andere Themen besprechen will, die er für ihn lösen kann. Und häufig ist es eben so, dass du als Honorarberater heute alles bespielst. Das heißt, du bist der typische Generalist. Ja, das ist wie bei der DVAG, das ist wie bei der Bank. Spezialisten gibt es nicht mehr, sondern die kümmern sich alle um alles. Ja, du kannst bei dem DVAG-Berater einen Kredit geben, eine Baufinanzierung, Bausparer, einen Ratenkredit, Lebensversicherung und einen Wertpapier-Sparplan. Du kriegst alles aus einer Hand. So. Dasselbe hast du bei der Bank, dasselbe hast du bei einer DVAG, beim AWD und beim Honorarberater. Ja, weil die brauchen natürlich das gesamte Produktuniversum. Ansonsten entsteht nämlich keine Kundenbindung. So. Du kannst aber auch zu uns kommen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, hey, eigentlich betreust du die ganzen Millionäre, wieso soll jetzt jemand, der am Anfang steht, zu uns kommen? Das ist zum Beispiel ein Ergebnis dieser ganzen Podcast-Geschichte. Wir haben innerhalb der Vermögensverwaltung seit 3 Jahren 2 Fonds draußen, die wir ausschließlich vermögensverwaltend aufgestellt haben, die eigentlich nie dafür gedacht waren, für die breite Masse zur Verfügung zu stehen. Weil es ist ja häufig so, wenn du heute Millionär bist und du hast richtig großes Einkommen, hast du vielleicht auch Kinder und du willst natürlich zu Lebzeiten anfangen, Vermögensüberträge zu ermöglichen. Und da bietet der Steuerrahmen und die Freigrenzen dafür ja nicht unbedingt eine Riesenspielwiese. Das heißt also, du kannst keine Millionen Vermögen vermachen, sondern du musst das mit kleinen, 6-stelligen Häppchen machen und das alle 10 Jahre. So, dafür eignen sich Mandate jetzt nicht unbedingt in der Größenordnung, wie wir sie für unsere Kunden aufbauen. Und deswegen haben wir Fonds geschaffen. 2 Stück, die dasselbe darstellen, nämlich Vermögensverwaltung auf Value-Investing-Basis. Und das sorgt dafür, dass unsere Kunden einmal investieren, ob jetzt über einen Sparplan oder über einen entsprechenden Vermögensansatz. Die sagen, ich lege jetzt eine Summe X an und dann lasse ich das Geld laufen. Es ist ein tesorierendes Produkt oder beides sind tesorierend, das heißt die Erträge, die entstehen, werden quasi unversteuert direkt wieder reinvestiert und bis der Kunde das Geld mal irgendwann haben will und auch dann gibt es noch ein paar steuerliche Optimierungsmöglichkeiten, läuft das Geld im Zinseszinseffekt für den Kunden durch. Und das, was jeder andere Berater auf der Switching-Seite für die Kunden bei der Bank machen würde, nämlich in das eine Produkt rein, ein halbes Jahr später wieder raus und ein neues dafür, das machen wir alles innerhalb des Produkts. Okay. Unser Kunde zahlt einmal einen Ausgabeaufschlag und dann ist die Sache erledigt. So. Und da muss ich nie wieder drum kümmern, weil es ist in sich eine Vermögensverwaltung und wir nutzen nur den Mantel eines Fonds, damit es natürlich auch allen rechtlichen Vorschriften entspricht, die man in Deutschland einhalten muss, wenn du Vermögen verwaltest. So. Wer also da Bock drauf hat, lasse ich dir gerne eine E-Mail-Adresse da. Ja, da können sich im Prinzip interessierte Menschen dafür melden. Ich leite die Daten dann weiter, am besten mit Kontaktdaten. Dann ruft sie jemand aus unserem Team an und erklärt, wie das funktioniert. Und dann kann man gern an dieser Dienstleistung partizipieren. Wir sind da sehr erfolgreich unterwegs, hat eine Menge Zulauf, extrem viel Spaß an der Arbeit, was das Thema angeht. Und wir sehen einfach, dass der Bedarf grenzenlos ist, weil natürlich auch das Vertrauen in die Banken extrem, ich sag mal, extrem niedrig ist. Ja. Und ich gebe dir jetzt noch ein Beispiel, ohne jetzt den Rahmen zu sprengen, aber das ist etwas, was mich seit vielen Monaten extrem beschäftigt und was ich nicht müde werde zu erwähnen. Jeder Unternehmer da draußen, der hat ja auch bestimmte steuerliche Möglichkeiten für seine Altersvorsorge irgendwas zu tun. Und die Banken werden nicht müde und die Versicherungsvertreter auch nicht, denen zu erzählen, wie toll doch eine Rürup-Rente ist. Oder die Basisrente. Ja, so. Ja, und für den Selbstständigen hast du natürlich steuerlich aktuell ein paar tolle Möglichkeiten. Das Witzige ist nur, dass damit argumentiert wird, dass jetzt das Ganze im Prinzip mit einem hohen Steuereffekt genutzt werden kann, aus dem Brutto heraus und im Alter dann
wenn ja dann die Steuersätze geringer sind, durch die Auszahlung weniger Steuer drauf gezahlt werden muss. Dass es also eine Steuerverschiebung gibt. Das Witzige, was da geht, ist, ey, wer denkt mal richtig mit? Will ich im Alter tatsächlich nur 20% Einkommenssteuer bezahlen? Was für ein bescheuertes Einkommen habe ich denn dann? Also, wenn ich 20% Einkommenssteuer habe, dann habe ich irgendwie hier weniger als 30.000 Euro im Monat, im Jahr zur Verfügung. Mein Antrieb muss doch als Selbstständiger und als Unternehmer sein, dass ich im Alter aufgrund meiner Rentenbezüge, die ich mir selber zahle, mindestens Spitzensteuersatz bezahlen muss. Sonst ist meine Lebensqualität im Eimer. Ja. So, also diese ganzen Rürup-Renten, die kannst du alle in der Pfeife rauchen, zumindest was die Argumentationskette betrifft, den Steuerstundungseffekt zu nutzen. Ich bezahle doch jetzt nicht auf die Zukunft und gebe mich dann mit was zufrieden, wo ich sage, da bin ich der absolut unterste Durchschnitt der Gesellschaft. Das ist total super, dass du das gerade so sagst, weil genau diese Argumentation habe ich, als so ein Gespräch kam, mir das einer da gezeigt hat, dann habe ich gesagt, das ist da aber Blödsinn. Ja. Ich würde später so viel Einkommen haben, dass ich hier wie du sagst, Spitzensteuersatz bin und nicht weniger. Ich will, dass es mir im Alter noch besser geht als heute, nicht schlechter. Genau. Ne? So. Aber das ist die Verkaufsmasche gegenüber all den Menschen da draußen. Das ist ja mit Riester genau dasselbe. Ja? Ja. Hab heute einen hohen Steuereffekt, zahl aus dem Brutto, genauso wie Direktversicherungen, was es alles gibt. Und am Ende des Tages werden die Leute darauf konditioniert, dass sie sich jetzt schon damit abfinden, dass sie im Alter einen Steuersatz bezahlen, der so knapp über dem Existenzminimum liegt. Ey, wenn das erstrebenswert ist, dann eine gute Nacht für unsere gesamte Gesellschaft. Dann wissen wir, dass es eine heute schon konditionierte Altersarmut gibt. Das ist ja geplante Altersarmut. Exakt, genau das ist es. So. Also musst du heute doch schon drüber nachdenken, wie schaffe ich mir Vermögenswerte, die mich von dieser Altersarmut absolut unabhängig machen. Und dass ich nicht den größten Teil meines Geldes einem Versicherungskonzern gebe, der damit arbeitet, sondern dass ich mein Geld für mich arbeiten lasse und zwar ohne sämtliche Verwaltungskosten und diesen ganzen riesen Wasserkopf, den man da mitfinanzieren muss. Ja. Ich bin gerade ein bisschen emotional gewesen, sorry an der Stelle, nee, aber richtig. Das ist was, das macht mich wahnsinnig, wie doch die Gesellschaft bzw. der Staat und die Versicherungsgesellschaften und die Banken auf das durchschnittliche Desinteresse an Finanzen setzen, wie sie es ausnutzen, dass Menschen keine persönliche Motivation haben, sich mit diesem Thema konsequent auseinanderzusetzen und wie sie dafür richtig auf die Fresse fliegen. Ich muss das mal so brutal sagen. Ich hoffe, es wird nicht irgendwie jetzt rausgekickt dann am Ende hier. Wir haben aus dem Podcast. Wir sprechen Klartext. Ja, aber genau das passiert. So. Und dann gibt es wieder all die ganzen Menschen, die sagen, ja, ich bin das Opfer dieser Gesellschaft. Ja, sind sie. Aber sie hatten alle die Wahl, etwas zu tun, etwas zu ändern. Und alleine schon die Folgen, die wir jetzt miteinander machen, kann Anstoß sein, etwas zu ändern. Also tut's auch. Und das ist so schön, wie du das so ansprichst, diese Altersarmut, die ist in allen Köpfen. Da wissen alle Bescheid, das ist ein ganz gängiges Wort. Aber Altersreichtum habe ich, glaube ich, noch nie gelesen irgendwo. Oder noch nie gehört. Das hat einen Effekt, das hat einen Hintergrund. Und deswegen gebe ich zum Beispiel auch mein Seminar im nächsten Jahr, weil ich sage, ich will möglichst vielen Menschen dabei helfen, aus dieser Falle rauszukommen. Was ist, wenn du, machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, was ist, wenn du jetzt 2000 Euro netto im Monat hast und damit irgendwie so um die Runden kommst, vielleicht noch 100 Euro davon sparst, aber dein Leben sich jetzt nicht dramatisch verändert und du jetzt keine freien Entscheidungen treffen kannst. Im Sinne von, du entscheidest vielleicht, deinen Lebensabend auf Mallorca zu verbringen oder in Kroatien oder in Island oder wo auch immer es dich hinzieht, sondern du bist gefangen in Deutschland, weil deine finanziellen Möglichkeiten absolut eingeschränkt sind. Was ist mit diesen Menschen? Diese Menschen sind alle steuerbar. Warum? Erinnere dich immer in das Wahljahr, wenn die ganzen Parteien dir erzählen, wie sie doch dein Leben verändern werden. Was sie für Steuergesetze entwickeln werden, welche Entlastungsmöglichkeiten du hast. Und das Witzige ist, dass die Leute alle drauf abfahren, weil denen gar keine Wahl bleibt, als diesen ganzen heimtückischen Versprechen zu glauben. Und so werden Wahlen gemacht. Wenn du also eine Bevölkerung hast, die finanziell unfrei ist, die in Abhängigkeit von Rentenzahlungen oder von Gehältern lebt,
kontrollierbar, steuerbar. Dann sind die kontrollierbar und steuerbar. Und deswegen kannst du in der Wahl versprechen, was du willst. Die Leute werden dich wählen, weil sie am Ende des Tages keine Wahl haben, ihr Leben finanziell frei zu gestalten. Ja. Jeder, der so viel Geld hat, sagen wir mal 5 Millionen plus, ja, der sagt, hey, wisst ihr was? Ich brauche euch Staat gar nicht. Ich habe alles dafür geschaffen, dass ich für den Rest meines Lebens und für die Generationen nach mir genügend Kapital aufgebaut habe, dass alle davon leben können, ohne von diesem Staat abhängig zu sein. Und die interessieren sich überhaupt nicht dafür, ob Partei 1 oder Partei 2 oder Partei 3, und im Zweifel sind sie alle gleich, den Leuten irgendwas versprechen, was sowieso niemand hält. Richtig. Ja? Und das ist echte Freiheit, das Leben bestimmen zu können, Unabhängigkeit kontrollieren zu können. Und das ist aber eben für 98% der Menschen in Deutschland nicht der Fall, aktuell. Und ich bin halt angetreten, um das zu ändern. Du bist quasi angetreten, von den 98 noch viel mehr Menschen rüber in die 2%, die eben frei entscheiden können. Genau. Weil ich weiß, wie cool sich das anfühlt. Und ich weiß, wie cool sich das für meine Kunden anfühlt. Weil die sagen, hey, noch geht es mir gut in Deutschland und ich habe Arbeitsplätze, für die ich verantwortlich bin. Und ich habe Menschen, die auch ihren Lebenszweck sozusagen an unserem Unternehmen ausgerichtet haben. Aber wenn es für mich hier keinen Spaß mehr macht, dann packe ich zusammen und bin weg. Ja. Und nicht, weil das eine Steuerflucht ist. Die haben die ganzen Jahre Spitzensteuersatz bezahlt und das haben die gerne gemacht. Die haben das Land gestützt. Im Übrigen ist es ja genau das, was sowieso passiert. Das Land dankt dem gesamten erfolgreichen Mittelstand gar nicht in Bezug auf das, was es an Arbeitsplätzen schafft und an Leistung fördert. Ja? Wenn du dir überlegst, wie hart eigentlich regelmäßig Tarifverhandlungen zwischen Konzernen und Gewerkschaften aussehen, dann weißt du, wer der eigentliche Treiber im Niedriglohnsektor ist. Ja. Ja? Also insofern, diese Freiheit im finanziellen Segment ist etwas, das sollte jeder für sich für erstrebenswert halten. Dann kann er sein Leben wirklich frei von Abhängigkeit genießen. Und die Zusammenhänge haben wir, glaube ich, gerade hergeleitet. Und das ist ein Motiv. Ich glaube, wenn es kein edleres Motiv gibt, dann das. Fantastisch. Geniale Worte. Weiß ich gar nicht, was ich jetzt noch zufügen soll. Ich glaube, wir haben das richtig schön rund gemacht. Also, dass auch jeder weiß, was er tun soll und wie er sich dafür entscheiden kann, reich zu sein, erfolgreich zu sein, Millionär zu werden, wie auch immer er es formulieren will. Genau. Finde ich total klasse. So, sag uns mal, du hast ein Seminar angesprochen. Wie können wir mehr erfahren über dich? Wo finden wir Infos für dich? Wir werden das alles verlinken, die Show Notes, schon mit dem moneyhoney.de in der entsprechenden Folge mit dir. Sind die Links dann alle drin, aber für alle, die jetzt gerade nur zuhören können, wo finden wir dich? Also, du findest das Seminar und eine ganze Menge anderer Sachen über mich auf sven-lorenz.com. Das Seminar findest du dort unter Top-Event. Das ist für all die, die den Anfang machen wollen, die sagen, ich brauche jetzt Orientierung, ich will wissen, wozu bin ich in der Lage, die aus einem Angestelltenverhältnis vielleicht den ersten Schritt machen wollen in eine Selbstständigkeit, ob offline oder online, das ist egal. Sie wissen ja, mit dir haben sie zum Beispiel jemanden, der sie an die Hand nehmen kann, wenn es um die Gründung eines Online-Business geht. Aber so diese Mindset-Problematik, das Auflösen von Glaubenssätzen, all diese Sachen, die machen wir in dem Seminar. Für die, die schon weiter sind, gibt es eine Mastermind. Die ist allerdings schon ziemlich anspruchsvoll. Da gehe ich auch 12 Monate intensiv mit den Teilnehmern rein und die Gruppe ist sehr, sehr klein. Das kann man sich da auch anschauen. Den Podcast gibt es natürlich. Und es gibt im Bookstore das ein oder andere E-Book, was ich geschrieben habe. Ich würde deinen Teilnehmern jetzt ein Angebot machen, wenn du magst. Ich habe ein E-Book geschrieben, das heißt nicht auf den Kopf gefallen und steht auf meiner Homepage kostenpflichtig zur Verfügung. Es gibt aber einen separaten Link, den stelle ich euch zur Verfügung, wo deine Teilnehmer das Buch kostenfrei downloaden können. Das ist eine 30-Seiten-Ausarbeitung rund um die Themen, die Mindset-Blockaden auslösen. Also wo jeder, der sagt, warum komme ich nicht vom Fleck? Warum habe ich zwar eine Idee und warum könnte sich das total cool für mich anfühlen, aber ich komme nicht ins Tun. Woran kann das liegen? Was beeinflusst mich insbesondere? Und das mal mit sich und seinem Lebensstandard abzugleichen, dafür ist es gedacht. Das ist so der erste Schritt, bevor du dran denken kannst, vielleicht ein Business zu machen. Gebe ich dir gerne für deine Community zum Blättern, soll ich angucken. Perfekt, das ist super, danke für das Geschenk. Verlinken wir auf alle Fälle in den Shownotes, schon mit dem moneyhoney.de in der entsprechenden Folge.
Oder falls du es auf YouTube siehst, hier unter dem Video ist es zu finden, der Link. Super cool, dass du die Zeit genommen hast, dass wir uns hier in Dresden getroffen haben. Danke, danke, danke dafür. Danke, dass du das alles mit uns geteilt hast. Und ich sag mal, den Abschluss, das Abschlusswort gebe ich gerne an dich weiter. Was willst du noch mal so einen kurzen Hieb, was gibst du den Leuten noch mit? Ich glaube, sei dir dessen bewusst, was du willst. Ich glaube, das ist die Grundfrage, die du stellen musst. Also, das habe ich mir jetzt von Christian Bischoff geborgt, oder ich nehme jetzt mal eine Anleihe an etwas, was er mal gesagt hat. Er hat mal gesagt, wenn du dir das Leben vorstellen willst, was für dich erfüllend sein kann, dann schließ einfach mal die Augen und stell dir so ein paar zentrale Fragen. Nämlich, wo würdest du gern leben? Neben wem würdest du gern aufwachen? Wie würdest du gern deinen Tagesablauf gestalten? Und immer das unter der Voraussetzung, du hast genügend Geld, um die Frage nach dem, woher kommt mein Lebensunterhalt, nicht mehr stellen zu müssen. Mit welchen Menschen würdest du dich umgeben? Was für ein Freundeskreis hättest du? Wie sieht dein wirtschaftliches Umfeld aus? Womit würdest du dich weiterbilden? Für welche Themen würdest du dich interessieren? Was würdest du gern tun, wenn es nicht um Geld geht? Ja? Und wenn du solche Fragestellungen für dich mal resümierst, dann entsteht eine Idee. Und dem gibst du jetzt eine finanzielle Zahl und sagst, wenn ich das habe, dann kann ich all das machen. Und das Witzige ist, jetzt wird es doch noch mal kurz länger, aber wenn jemand sich mal vorstellt, was er tun würde, wenn er genügend Geld hätte, dann würde er nicht das tun, was er jetzt tut, sondern dann würde er vielleicht Dinge tun, wo er andere Menschen einfach glücklich macht, nämlich zum Beispiel ein Arzt, der nicht an seinem Einkommen hängt, der würde sagen, wenn ich genügend Geld hätte, würde ich jetzt mal für eine Weile nach Afrika fahren und gucken, dass ich irgendwas dagegen tun kann, dass Kinder sterben. Aber das macht er nur, wenn der finanziell unabhängig ist oder wenn eine Hilfsorganisation sein Gehalt bezahlt. Aber wie viel freier würde man sich fühlen, wenn man sagt, ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr und es ist mir egal, wo das Geld herkommt. Ich habe genug. Ja? Also solche Sachen sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich denke, dann steht einem die Welt offen, weil dann braucht man nur noch den ersten Schritt zu gehen. Und dafür gibt es uns beide zum Beispiel, die dabei behilflich sein können. Perfekt. Super, super, super. Vielen Dank. Leute, stellt es euch einfach vor. Macht diese Gedankenarbeit, macht es ein bisschen an Aufwand. Aber wenn man es gemacht hat, es führt einem im Leben einen ganz anderen Weg. Und zwar meiner Meinung nach den Weg hin zu Reichtum, Freiheit und Glück. Unbedingt. Und deswegen cool, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch dafür da. Bewertet den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden, teilt ihn mit eurem Netzwerk. Und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Show Me The Money, Honey. Bis dahin, ciao. Ciao.